Ich war in der Traktorenstation, in der Werkstatt, ja, beschäftigt. Habe ich gekündigt und hat mir ein anderes Arbeitsplatz gesucht. Aber die haben dann von der SEMEDE gleich gesagt, ich muss zum Militär. Und dann haben die mich zur Musterung geholt. Und ja, als tauglich erklärt und nach 3-4 Monaten habe ich schon die Einberufung gekriegt. Und es war zum Arbeitsmilitär nach Pikas an der Staudamm. Und ja, da habe ich auch ein bisschen Militär machen. Und da habe ich auch die Bestätigung, alles so, dass ich mit DO in Picas Militär gemacht habe, 2 Jahre am Staudamm. Und zwar in 3 Schichten gearbeitet. Das war auch eine schwere Hypothek, weil im Winter war es sehr kalt am Picas und zum Glück mit meiner Ausbildung oder mit meinen Jahren, wo ich in der SEMEDE gearbeitet habe, haben die auch mal also Mechaniker gesucht für in die Betonfabrik. Und da waren wir alle im Hof die anwesend und dann haben sie gefragt, ja, wer hat die Ausbildung, wer meldet sich? Und siehe da, keiner hat sich gemeldet. Dann habe ich gedacht, ich gehe mal raus. So, und das habe ich ja gemacht und ja, aufgeschrieben, was, wo hast du gearbeitet und was hast du gemacht. Dann habe ich gesagt, da ein SEMEDE für das und so. Sofort gleich, also ich gehe in die Fabrik. Und so, das war auch dann ein Vorteil. Wir waren dann immer im Trockenen gewesen, also in der Betonfabrik. Also, wir hatten da ein bisschen, da ist ja auch alles so auf Rezepte Beton gemacht worden. Und die, was der Pult bedient haben, die haben ein bisschen Probleme gehabt mit dem Einstellen der Waage. Sand, Wasser, Zement, Kies, alles so. Und entweder haben sie auch nicht richtig erkennen, das alles lesen und entziffern und so. Na, war das meine Aufgabe, die Wagen einstellen auf das Rezept. Der DO, der war im Ausweis oberem Bild. Das war ein roter D und Punkt O. Das bedeutet Domiciliarum obligatorium, so dass man sich hat können, innerhalb von 15 Kilometer bewegen. Also wenn man jetzt außerhalb der 15 Kilometer sich bewegen wollte oder Arbeit bekommen hat, dann hat man müssen die Erlaubnis holen von der Miliz. Und die war sehr wichtig, wenn Kontrollen waren. Und das hat auch funktioniert. Die haben zum Beispiel mein Vater bei der Maurer, die waren 20 Kilometer weit weg. Die sind Montagmorgen hin und sind am Samstag Mittag heimgekommen. Und ja, da hat man auch eine Genehmigung gebraucht. Aber man hat sie bekommen. Wenn man beim staatlichen Institut gearbeitet hat, hat man sie sofort bekommen. Wie gesagt, mein Militärdienst, das ist dokumentiert, also dass ich dort bin und in Picas. Aber man muss
vorsichtig sein, beobachten. Und dann war auch in der Entlassung und alles oder im Schreiben während des eine Jahre oder so mit eine gute Bewertung. Also er ist zuverlässig. Er war nicht, sagen wir, staatsfeindlich eingestellt. In meine Brigade. Wir waren ungefähr 20 Leute, haben eine Vorgesetzte gehabt. Und er ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht in die UTME möchte gehen. Ja, dann habe ich wieder ihm gesagt, ob er nicht weiß, ich habe meinen Ausweis gezeigt, ich habe DO da. Und dann hat er gesagt, das spielt keine Rolle. Also, wenn ich möchte, die UTME, dann macht er den Antrag, stellt er den Antrag. Und dann habe ich gesagt, er soll es machen. Ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht noch ein Vorteil sein. Ne? Und da hat man mich gerufen in Picards zur Stelle und hat mir da ein paar Fragen gestellt, wer ist der Präsident, wer ist der und der. Ja, das hat man ja gewusst, gell? Und dann, ja, hab ich, war ich Utemist in der UTME. Wie ich entlassen worden in 1960 im September, dann habe ich gleich, wie ich nach Fidesz gekommen bin, gesagt, wenn ich in der UTME bin, dann will ich auch frei sein. Und dann ist es losgegangen mit der Antragstellung und allem. Und ja, ich habe auch dann im Dezember oder Januar, im Januar 61 bin ich frei geworden. Also vom Domnicil Obligatorium. Sie haben meinen Ausweis eingezogen und ich habe einen normalen Ausweis bekommen, ohne den Stempel. Und dann war ich frei, ich habe mich können bewegen. So, und dann bin ich gleich runter zu meiner Oma nach Sackelhausen und wollte in Temeswarmer einen Arbeitsplatz suchen. Meine Eltern haben ein halbes Jahr schon vorher angesucht für die Auswanderung nach Deutschland. Und ja, dann kommt ein Telegramm von meinen Eltern, ich soll nach Bukarest zum Innenministerium, sie kommen auch, ein gewisses Datum war das, soll ich auch dahin kommen, wir kriegen die Ausreise nach Deutschland. Das war dann eine Sensation. Und dann sind wir zum Innenministerium. Und ja, haben die uns ein DIN A4-Blatt gegeben mit verschiedenen Instituten, wo man hat müssen vorbeigehen. Und es war das Postmiliz fürs Haus übergeben und hat man von überall müssen die Unterschrift holen, dass man keine Schulden hat oder was weiß ich was, gell. Und dann hat man von der Miliz nichts bekommen. Der war da ein bisschen stutzig, der hat gefragt, was das soll da. Ja, haben wir gesagt, wir kriegen die Ausreise nach Deutschland. Ah, in die Bundesrepublik Deutschland. Ja, das gibt's. Er hat gesagt, wir sollen nach einer Woche wiederkommen. Ja, und wahrscheinlich hat er sich schlau gemacht beim Ministerium, dass überhaupt möglich ist, dass die von hier nach Westdeutschland gehen. Und ja, dann sind wir nach einer Woche wieder zu ihm. Und dann hat's geklappt. Er hat dann die Ausweise genommen.
Und das war dort drauf gestanden, also die Ausreise soll von uns holen. Und ja, wie das noch alles unterschrieben war von allen Instituten, dann sind wir wieder nach Bukarest zum Innenministerium und haben dann die Ausreise bekommen. So, und dann sind wir wieder zurück und haben unsere ganzen Sachen, was so wir haben können verkaufen und alles das Haus leer gemacht, übergeben. Und dann sind wir nach Sackerlhausen, wie das alles vorbei war da. Und da waren wir noch 14 Tage in Sackerlhausen. Und dann sind wir von Sackerlhausen ja, über Arad nach Deutschland. Die meisten Deportierten sind ja dann nach der Entlassung wieder zurück in ihre Heimat, in ihre Dörfer. Ja. Bei Ihnen war das nicht der Fall? Nein, das, ja, das war nicht der Fall. Das war immer, mein Vater hat gefragt, also der Miliz, ja, er hat gesagt, da sind ja, 200 Schafe. Also so hat es mein Vater erklärt. Das sind 200 Schafe, was er gehabt hat. Und also haben sie von 20 haben sie 200 gemacht. Und dann waren wir Großgrundbesitzer und ja, das hat dann haben wir Probleme gehabt, also wir sind nicht mehr losgekommen. Das ist, wir haben können machen, was wir haben wollen. Es ist immer negativ ausgegangen. Und das war die einzige Möglichkeit, was man noch... es war ja auch noch Familie von Johannesfeld, ein Engelmann. Denn ihr Sohn war auch in Russland in der Gefangenschaft gewesen und der ist entlassen worden und der ist in die DDR, der ist nicht nach Hause, er ist in die DDR und von der DDR ist in die Bundesrepublik Deutschland. Und von der Bundesrepublik Deutschland hat er seine Eltern, es war ein Abkommen mit Rumänien, also glaube ich 6000 Leute oder im Jahr, Familienzusammenführung. Und der hat dann den Antrag gestellt für seine Eltern. Und das hat geklappt. Ja, ein halbes Jahr haben die die Ausreise gehabt. Und dann hat mein Vater gefragt, wie er das gemacht hat. Gell? Und hat er gesagt, hat mein Vater gesagt, mit dem Miliz hat er es, der hat dem da alles reingeschrieben und alles und da hat er wahrscheinlich schlecht gemacht, dass es ganz schnell geht. Und so war es auch bei meinen Eltern, da hat, weil sie ja auch angesucht haben und auch von Deutschland, von der Verwandtschaft auch die Einreise bekommen haben, ist es auch schnell gegangen. Ist das unheimlich schnell gegangen, weil die, meine Eltern haben geschrieben, wie ich beim Militär war, ich soll zum Fotograf gehen und soll ein Bild machen für so Ausweis. Und das habe ich gemacht und haben's geschickt zu meinen Eltern. Und siehe da, im September sind ich entlassen worden. Im März waren wir in Deutschland, 1961, also auch ein halbes Jahr waren wir in Deutschland. Das ist ganz schnell gegangen. Sie waren am längsten von den Sackerlhausener Landsleuten ja. In Baragan. Wie lange waren Sie da? Ja, es waren 9,5 Jahre, wie man gesehen hat, dass alle nach Hause gehen. Und mir muss alleine zurückbleiben. Wie gesagt, es waren von anderen Dörfern auch, aber auch ganz wenige. Es waren, ich glaube, 3 oder 4 Familien. Von den ganzen waren verdächt, haben sie nicht nach Hause gelassen. Sind Sie schweren Herzens dann ausgereist? Oder war es eine Erleichterung? Das war eine Erleichterung. Es wäre ja dort keine Zukunft gewesen.
Das hat sich auch dann, wie Rumänien zu UNO ist gegangen. Und da habe ich mir sagen lassen, dass der Tito eine ganz große Rolle gespielt hat. Er hat gesagt, ihr müsst unsere Leute freilassen. Wenn ihr die nicht freilasst, stimme ich auch nicht zu für die UNO. Und das war der ausschlaggebende Sache, dass die Leute entlassen waren, glaube ich. Also, Sie konnten auch nicht nach Sackelhausen, weil Ihr Haus ja nicht mehr Ihnen gehörte. Ja, sicher, gell, das war ja enteignet alles, aber ich kann da nicht ganz genau sagen, ob das Haus alleine die Rolle war. Warum das so war oder waren da einige Personen da eine Rolle gespielt. Jedenfalls, wenn man so immer alles ablehnt, dann muss da schon etwas gewesen sein. Von der Gemeinde, die was da in Funktion waren. In Sackelhausen. Aber genau kann man das nicht sagen, denn das ist, man zweifelt, weil es da schon die Leute eine große Rolle gespielt haben. In Deutschland beginnt jetzt ein neuer Abschnitt in Ihrem Leben. Ja. Wenn Sie so zurückblicken, wie war diese Zeit für Sie? Ja, in Deutschland, gell, wie gesagt, ich bin nach Deutschland in 1961 nach Reutlingen und muss sagen, an jeder Fabrik ist ein Schild gestanden, wir stellen ein von Putzfrau bis Ingenieur. Und es war auch so, unsere Landsleute, was alles so gekommen sind, die Hand kenne, egal ob er studiert war oder nicht studiert war, die haben alle Arbeit bekommen. Alle haben Arbeit bekommen. Und man sieht auch die Erfolge von den ganzen Leuten, die was überhaupt bei Daimler arbeiten oder gearbeitet haben oder überall, die haben da gutes Geld verdient und haben sich auch was können aufbauen. Und es war, wie gesagt, für uns alle, die vom Banner der Deutschen, ein guter Zug. Obwohl man jetzt hunderte Jahre, wenn man zurückdenkt, was die für Leistungen gebracht haben und Krankheiten haben müssen da mitmachen. Und alles ist dann in einer kurzen Zeit war alles weg. Wir sind jetzt wieder von da, wo wir hingegangen sind, sind wir wieder da. Und ich bereue es nicht. Ich bereue es auf keinen Fall. Ich habe keine, nach 10 Jahren, also in der Firma, wo ich gearbeitet habe, bei Firma Stoll in Reutlingen, da ist ein Angebot worden, wir kennt, wenn man 5 Jahre in einem Betrieb arbeitet, in Abendkurs die Schule machen, Berufsschule machen als Mechaniker oder so. Und das habe ich auch gemacht. Habe ich bemerkt, dass man doch eine Berufsausbildung braucht, weil mir ist zu einem gewissen Grad gekommen, wenn man keine Ausbildung gehabt hat. Und die hat angefangen bei Lohngruppe 7. Das haben die, die Ausgebildete 3 Jahre, haben die Lohngruppe 7 gekriegt. Und ich bin bis an, ohne Ausbildung bis zur Lohngruppe 7 gekommen. Dann war aus, gell, und das. Dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich eine Ausbildung machen. Und das habe ich auch gemacht und das war gut. Ne? Ich habe dann auch mehr verdient und es war nur von Vorteil. Mein Vater hat auch da in Reutlingen angefangen, bei Spieltischreiber.
Da waren wir schon angemeldet, wie wir in Bitting waren, waren wir angemeldet schon nach zu Spieltischreber. Und ja, die, wie gesagt, die hat sich auch da eingearbeitet an der Maschine und ja, hat sein Geld verdient. Meine Mutter, die hat so ein bisschen Heimarbeit gemacht, Textilien. Haben die Eltern da noch von dem Bürgern und von Russland oft gesprochen? War das ein Gesprächsthema im Hause Mai? Ja, bei uns, ja, sicher, man hat schon gesprochen, gell, vor der Verwandtschaft, was schon hier waren und wissen wollten, gell, ja, wie und wie das alles war dort und so, gell. Aber das ist, ich meine, wenn man so es erzählt, und ist es auch nicht so, wie wenn man da betroffen ist. Wenn man betroffen ist, kann man das ganz anders einschätzen. Gerade wie meine Mutter von Russland gekommen ist, man hat da auch drüber gesprochen. Aber man hat das gar nicht so, ja, das hat man so aufgenommen. Und irgendwie ist es auch verlaufen, wenn die Kinder was wollten wissen, dann hat man ja das Kindern erklären. Aber die haben das auch nicht so verarbeiten können. Das ist schwierig. Ne? Das ist, wenn man so immer wieder hört, das sind viele, gell, ja, was wir alles mitgemacht haben und so, dann... Wenn die Kinder größer sind, dann merken die erst, wie das war. Ne? Meine Kinder, die Söhne, die haben sich auch interessiert. Ja, und die haben mir auch geholfen immer. Gerade so wie jetzt mit der Beschaffung, der Entlassung und alles, ist der eine Sohn mit mir nach Bukarest, gell, und dann sind wir miteinander in zur Securitate und ja, haben noch Besichtigungen gemacht in Bukarest, in Ceausescu sein Palast und alles so gesehen, gell, wie es innen aussieht und ja, und dann auch Kronstadt und Sinaia, Fedest auch. Fedest war auch im Spiel gewesen und da wollte ich mein Arbeitsbuch noch rausholen, aber das hat dann noch nicht gelangt. Wir sind an der Stelle angekommen, wo schon Feierabend war. Ja, und dann sind wir als weitergefahren und also dann wollte ich das auch aufgeben. Ja. Was für ein Gefühl war das dann für Sie? Wieder nach Fedest zurückzukommen. Man kommt dahin und jetzt ist eine ganz andere Situation. Da ist jetzt alles mit Weinreben bepflanzt und alles. Es existiert nichts mehr. Das war noch alles weg. Ne? Aber in Ihnen ist nicht alles weg. Ja, Sie haben noch viele Erinnerungen. Das ist eine Erinnerung, gerade mit den, ich muss immer sagen, wie man sich da eingearbeitet hat und mit anderen Dörfern also, auch zurechtgekommen ist. Und man hat auch Wörter sogar übernommen von anderen Dörfern, was man in Sackerhausen nicht benutzt hat. Und so hat man sich da ja, auch angepasst. Also so. Ich habe einige Adresse von meinen Kollegen, wo wir immer miteinander waren. Und ja, der eine ist voriges Jahr gestorben. Gerade der, wo 11 Jahre da war, in Fedest mit Theo. Und die andere haben wir immer getroffen, so in Ulm, beim Pfingsttreffen. Also da waren auch immer sehr viele von den, wo in Fedest waren oder so. Und so hat man da Kontakt gehabt,
mit den Leuten und hat auch gewusst, ja, wie es mir geht und alles. Ich war auch in Karlsruhe, da war auch mal so Bürgerentreffen. Ich glaube 60 Jahre oder so, ja, und da war ich auch. Und die Billetter, die sind ja alle in Karlsruhe, Frankenfeld da. Und da habe ich die alle getroffen, so die, was noch gelebt haben. Das ist noch schon, ja, interessant. Und ja, in München hat man 50-Jähriges gefeiert. Da waren noch mehr von Fetesch gewesen. Und jetzt habe ich da in der Banater Post gelesen, erst vor 14 Tagen. Da ist einer von Johannisfeld, der hat Posaune gespielt, auch gestorben, mit 99. Ne? Und ja, so weiß man als von dem einen und anderen, was passiert. Also die Zeit, die nach 56, die war, sah man in was. So kulturell und Sache betrifft für mich null. Ja, das war eine Null. Mir hat nicht gewusst, was man am Wochenende machen soll. Und ja, wir waren da drei Kollegen gewesen, aber das war der eine war ein Mazedonier und der andere war, glaube ich, Bessaraber oder was er war. Das halbe Dorf war leer. Ja, das, und wie gesagt, auch kein Strommast oder so, gell, dass man kann sagen, ja, da kann man laufen. Das war dann schon schlimm. Ja. Obwohl Sie als junges Kind aus Sackelhausen herausgerissen wurden und in den Bürgern mussten, haben Sie sich hier in Deutschland trotzdem für die Heimatortsgemeinschaft Sackelhausen engagiert? Ja, Sackelhausen, gell, da, das war ja gleich, wie wir in 61 rübergekommen sind, hat man ja, die Sackelhauser war ja da schon ein bisschen integriert, da in Wannweil. Und da hat man dann auch jedes Jahr ein Kirchweihfest gefeiert und hat auch Silvester und immer wieder so Herbstball gemacht. Und dann haben einige Ältere einen Vorschlag gemacht, wir wollen ein Denkmal machen. Und zwar mit allen Namen vom Ersten Weltkrieg, was gefallen sind, Zweite Weltkrieg, vor dem Bürgern, ja, wo holt man das Geld her? Und dann hat man ja, entschieden, dass wir da öfters eine Veranstaltung machen und die ganzen Eintritte das, für das Denkmal benutzen. Und das war dann, haben die Ältere, da war der Schäfer und der war der Vorsitzende ja damals und die anderen, die haben da die ganzen Namen zusammengestellt und alles dann, ja, wie das dann so weit war, ist man zu einem Steinmetz gegangen und hat dann den Stein müssen ja dementsprechend machen und sind immer mehr Leute gekommen von Sackelhausen nach Deutschland und dann hat man auch eine Spende aufgerufen, also zum Spenden etwas und dann ist auch eine große Summe reingekommen und dann hat man sogar einen Antrag gestellt von Stuttgart, vom Denkmalschutz oder so, dass man da auch Unterstützung kriege und das hat man auch bekommen, aber man hat nicht so dokumentieren, was man in der Kasse hat und ja, da hat man schon das Geld beieinander gehabt, was wir gebraucht haben und das hat dann auch mit dem Denkmal geklappt und es war dann eine Resonanz in Reutlingen,
durch das, dass immer mehr gekommen sind, hat man auch immer die Halle müssen tauschen, weil die zu klein waren. Und hat Tombola gemacht. Und wir haben das also alles hingekriegt und wir haben jetzt, so viel ich weiß, eine gute Rücklage in der Kasse und kriegen auch jedes Jahr ein Heimatbuch zugeschickt. Jetzt hat ja der Neu-Ewald da den Friedhof übernommen in Sackelhausen, finde ich auch eine gute Sache. Und ja, ich wünsche ihm, dass er da das so weitermacht. Trotz, dass man ihnen so viel Leid zugeführt hat, haben sie mit diesem Land, mit Rumänien, mit dem Banat, nie abgebrochen. Ja, ja, abgebrochen, das ist so, gell, ich prozessiere jetzt noch immer mit meinem Vermögen von meinen Eltern. Ja. Mich nervt es, weil andere das ganze Vermögen bekommen haben und auch da was bekommen haben dafür. Und ich kriege da nichts und das wurmt mich. Hoffe ich, dass ich auch vielleicht auch mal etwas bekomme. Gell? Aber ob das, ob ich es noch erlebe, das weiß ich nicht. Ja. Ihnen hat man eigentlich die Kindheit und die Jugend eigentlich gestohlen. Ja. Was können Sie der jungen Generation, der heutigen Generation mitteilen? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass man, wenn man gewillt ist, etwas aus sich machen kann. Und das finde ich gut. Wenn man jetzt in einem Staat lebt, wo es nur abwärts geht, dann ist das ja ganz schwierig. Ne? Aber man muss irgendwie immer die Situation so sehen, wenn eine Chance da ist, sie auch nutzen. Jeder muss gucken, dass er aus sich das Beste rausholt. Wenn es auch schwierig ist, manchmal. Ne? Ja. Aber es, das lohnt sich. Ich habe dreimal in meinem Leben von null angefangen. Und es hat geklappt. Ich habe hier in Deutschland im Betrieb also bis zu 10 Stunden im Tag gearbeitet und samstags. Und ich bin heute zufrieden mit meinem Einkommen. Noch eine Frage. Ja. Ihr habt ja gesagt, wie ihr angekommen seid im Paragon, dort waren Baumwollfelder. Wisst ihr was darüber, wie dort gearbeitet ist? Das Baumwollfeld hat man so gelassen, wie es war. Man hat nur die Fläche, was man gebraucht hat, das war weg. Und dann, wie die Baumwolle gereift ist, hat man sie keine Ernten. Und bei der Kollektiv abgeben. Und hat auch eine Belohnung gekriegt. Ja. Also das haben sie da ja so gemacht. Das, mir war das war Baumwolle, vielleicht 300 Meter oder 500 Meter weiter weg war Weizen oder so. Da war es vielleicht schon schwieriger. Das nächste Jahr hat man ja keine selber anbauen. Alles, ne, wie man hat wollen. Und die meisten haben es, also Mais für das Schweinmästen und Gemüse. Wir haben auch Geld durch das, dass wir haben müssen die Kuh verkaufen, hat man es, nächsten Jahr haben wir eine Ziege gekauft. Haben wir uns zwei Ziegen angeschafft und ja, siehe da, mit den zwei Ziegen haben wir da jedes Tag so einen Liter Milch gehabt und dann hat man ja Ziegenmilch getrunken und Käse oder... Und von wo hat er das Trinkwasser geholt? Ja, das Trinkwasser, das hat man, wenn man Glück hat, am Brunnen geholt oder hat man müssen runter ins Dorf gehen.
Und das war auch so eine Sache, das war ja die ersten Jahre schon, hat man müssen ins Dorf gehen. Und da war in der Kollektiv war so ein Brunnen, Leerlaufbrunnen. Und da hat man noch keine Hohle. Und wir haben uns, ich weiß, weil ich dann als oft müssen gehen, ich hatte, wie hat man gesagt, wir haben so eine Weidestange gehabt und da hat man einen Meter in eingeschnitten und hat jeweils Eimer dran. Und auf die Schulter dann die Stange. Auf die Schulter, die hat man da ein bisschen nicht so rund gelassen, die hat man ein bisschen flacher gemacht. Ja, mit der Stange sind wir dann so an die. Wenn man auf der Seite müde war, hat man so rumgedreht auf die andere Schulter. Und so hat man noch immer so ungefähr 20 Liter Wasser gehabt. Ja. Und wie weit hat man müssen gehen? Ja, das war 2 Kilometer. Das war so 150 oder 2 Kilometer. Mhm. Die Donau. Und die Borcia, das war eine ebene Fläche. Und die Stadt, die alte Dörfer, die waren auch unten, also in der flache Ebene. Und wir waren oben auf, das war ungefähr so 60 Meter Höhe waren wir. Und dann wir müssen die 60 Meter runter und rauflaufen. Zum Glück war der Boden irgendwie nicht so lehmig. Gell? Also mir hat keine, wenn es geregnet hat oder wenn es aufgehört zu regnen hat, da hat man keine schön laufen. Und später hat man ja, wie gesagt, hat man ja Fahrrad schon gehabt. Und ja, da ist man als die 6 Kilometer zur Arbeit immer gefahren und es war auch nur 12 Kilometer im Tag hin und zurück. Und von Anfang, wenn man gelaufen ist, und dann ist nochmal durch die Felder gelaufen, wir haben einen geraden Weg gehabt zur Bahn oder, und da hat man auch mal ein paar Maiskolben mitgehen lassen. Oder Klee, da war auch ein Feld mit Klee und da hat man da ein bisschen Klee gerupft für die Hühner und Ziegen. Und einmal haben sie sind sie geritten gekommen und haben sie uns geschnappt, die Feldhieder. Und da haben sie den Rucksack weggenommen und haben sie für das abgegeben. Da musste man den Rucksack dort abholen. Ja, und das hat man auch gemacht. Ja, da hat er auch gesagt, also ich kriege den Rucksack, aber wenn sie mich nicht mal verwischen, dann kriege ich ihn nicht mehr. Ja, aber das war, jeder hat geguckt, wie er durchkommt. Und ja, und wenn man auch nur 2 oder 3 Maiskolben mitgenommen hat.